because everything's going wrong. It's okay. Letzte Woche bei Sarah and Marc in Love. Ein harmloser Kuss endet beinahe in einem Inferno. Braut sucht Brautkleid. Sarah lässt sich inspirieren. Sarah nimmt Nachhilfe im Kochen. Auch Schwester Anna-Maria lernt dazu. Derweil üben sich Marc und Schwager Robin in Benennen. Sie sitzt wie so ein Bauer, Mann. Was ist los? Der Mutter-Tochter-Streit wird endlich beigelegt. Vater Michael sorgt für Versöhnung. Und Sorge um Mino. Wo ist der geliebte Familienkater? Die Zeit rennt. Es sind nur noch 3 Wochen bis zur Hochzeit. Mino! Der nächste Morgen. Sarahs Mutter Soraya hat ein neues Sorgenkind. Robin will die Schule abbrechen. Er möchte ja gerne irgendwas mit der Musikszene oder mit Tanzen machen, beruflich später. Wichtig ist, dass wir im Auge behalten, dass er jetzt auf jeden Fall erstmal seine Schule zu Ende macht. Ja, und nicht irgendwie ich. Jetzt abdriftet durch die Kontakte, durch dich, dass er jetzt den Dreh für die Schule verliert. Ich stehe da auch vollkommen hinter, was du sagst. Ja? Also, dass ich absolut ihm auch gesagt habe, ich möchte, dass er erst einen vernünftigen Schulabschluss hat und seine Ausbildung oder was auch immer er machen will, erstmal macht und dann kann er von mir aus mit mir auf Tour kommen, habe ich ihn gerne dabei, alles toll, und kann seine eigene Platte machen oder was auch immer er vorhat. Aber wenn ich ihm sowas sage, sagt er natürlich zu mir immer, wieso, du hast doch dein Abi auch nicht gemacht, du hast auch ein Jahr vorher abgebrochen. Aber mir wäre es wirklich unheimlich wichtig, wenn Marc oder auf jeden Fall du ganz ernst einmal mit ihm sprechen würdest, dass du das auf keinen Fall unterstützen würdest, bevor er nicht wirklich eine Schulausbildung in der Tasche hat, bis zum Schluss. Ja, ne? Also ich habe ihm das schon gesagt, aber ich kann noch mit ihm reden, also werde ich auch. Er macht ja jetzt beim Choreografietraining mit. Und es macht ihm ja auch Spaß und hat er auch Talent und auch Lust, aber trainiert er jetzt schon mit Claude? Möchte er jetzt, ne? Möchte er anfangen? Und 1 und 2. Sobald du hier bist, ne? Bleib da. Die Arme gehen runter. Jetzt drüber. Lass dich fallen. Boom. Boom. Du musst mir das rechte Bein. Genau. Nur, dass du ihm auch noch mal das ganz ernst sagst. Und dass er sich das auch wirklich zu Herzen nimmt. Also als Soraya mir erzählt hat, Robby möchte jetzt auch in das Geschäft einsteigen und Tänzer werden und Schule schmeißen und so, habe ich gedacht so, hä? Ha? Hallo? Das kann irgendwie nicht angehen, denn klar, vielleicht ist es auch meine Schuld oder Marks Schuld, dass wir natürlich irgendwo was vorleben oder in einem Geschäft sind, was sehr verlockend aussieht. Er sagt zwar immer, er betont ja immer, nee, ich mache erst die Schule vorbei, also fertig weiß, und dann. Ja. Aber ich mache mir schon ein bisschen Sorgen. Robin hatte mich gefragt, ob ich mitkommen kann zu seinem Dance-Training. Ich mag Robin sehr und er kann werden ein guter Dancer. Aber ich weiß nicht, ob das ist so eine gute Idee. Schon am gleichen Nachmittag löst Sarah ihr Versprechen ein. Geschwistergespräche. Ja, aber was wollt ihr mir denn sagen? Ihr habt doch alle selber. Also du, Marc, habt selber die Schule abgebrochen und angefangen Musik zu machen. Und ja, aber wir haben nicht einfach so die Schule abgebrochen. Wir sind nicht bis zur 10. Klasse irgendwie in die Schule gegangen, haben gesagt, so, jetzt brechen wir mal ab und dann gucken wir mal. Wir hatten da vorher schon unseren genauen Plan. Ich habe das vorher 7 Jahre gemacht. Und Marc genauso. Und es ist ja nicht jetzt irgendwie, dass du sagst, du hast jetzt einen genauen Plan, was du machen willst. Du sagst momentan einfach, du möchtest einfach nur tanzen. Ja, du möchtest tanzen, du möchtest mit mir auf Tour gehen und so. Das ist ja auch alles schön, das können wir auch alles machen. Aber wenn ich das heute nochmal umgekehrt machen könnte, ja, nochmal von vorne, hätte ich mein Abi fertig gemacht. Klar, aber ich meine, erstmal würde ich die ganze Sache sehen, ob mir es überhaupt gefällt. Ich sage ja nicht, ich will so. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Das kannst du dir auch angucken. Aber ich glaube, oder ich finde, dass es wichtig ist, dass du erstmal eine Ausbildung hast. Ich kann erst die Besorgnis von euch gut nachvollziehen, aber das Problem ist halt,
Ich denke, jeder muss irgendwo seine eigenen Erfahrungen machen. Schule ist das Allerwichtigste und du wirst es einfach bereuen. Ich kann es dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Aber ihr dramatisiert das. Ich dramatisiere das nicht, Robin. Du bist 17 jetzt. Ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich überhaupt nicht wusste, was ich irgendwie will und was irgendwie los ist. Ich wusste, ich will meine Musik machen, aber ich hatte Angst, meine Schule aufzugeben. Hatte Angst, dass alles zu unsicher ist. Und ich würde mich wirklich sehr freuen. Ich glaube, alle um dich rum. Und ich glaube, du dich für dich auch in ein paar Jahren, auch wenn du es jetzt noch nicht so siehst. Wenn du noch ein bisschen mit der Schule weitermachst und was Anständiges lernst. Ich mach weiter, aber nebenbei will ich halt das Tanzen und die Musiksache nicht aufgeben. Das ist nur für dein Bestes. Wir wollen doch alle nur dein Bestes, Kind. Du sprichst schon wie Mama in 20 Jahren. Ja, ich bin ja auch selber Mama. Ja, man, so hat sie. Ich muss mal ein bisschen üben für Teile später. Will ich doch nicht einfach haben. Bandprobe in Wildeshausen. Sarah und Tyler besuchen Marc bei der täglichen Arbeit. Schön anlassen, das ist zu laut. Do you know the crows, the feathers black, they're standing around, they're waiting for your soul. Es war das erste Mal für mich, dass ich bei Marc und seiner Bandprobe dabei war. Wie er jetzt wirklich als Solokünstler mit seiner Band arbeitet und die Band führt und mit denen eben Musik macht. Und ich war schon wirklich sehr beeindruckt. Ich mag das, was er macht, richtig gerne. Das ist eine Mischung zwischen Pop und Rock mit sehr hookigen Texten und sehr funkig. Und ich bin sehr beeindruckt. Just let me be like myself. I'll never be somebody else. Awesome. Ja. Schön. Das klingt aber gut in hier. Ja. Ja. Echt? Das ist eine tierisch laut, ne? Wie haltet ihr das denn aus die ganze Nacht? Das ist Rock and Roll. Okay, Tali, wir gehen jetzt mal eben. Danke. Okay, wollen wir die jetzt abmachen? Danke. Tschüss, Tali. Feel good. Oh no. Hiya. Bye bye. We're going to go do some girl stuff. Have fun. Yeah. Thanks, schön. Tschüss, bis später. Tina, wie du aussiehst. Ein Nachmittag unter Frauen. Sarahs Schwestern Valentina und Lulu und Freundin Steffi probieren Hochzeitsfrisuren aus. Bei Forward Not Married, die hat doch auch so eine die hat auch so eine komische Szene. Ja, die ist auch in einer Szene mal so kurz hochgestylt mit Haargel. Ja, kein richtiges Haargel. Wieso, was war das denn? Ja, was war das denn? Was anderes. Ach. Und das finde ich aber auch gut, was du da gerade bei ihr machst. Valentina, erzähl doch mal, wie du heiraten würdest später. Boah, keine Ahnung, in Weiß. Ja, in Weiß ist ja so ziemlich... Und irgendwie... ein lang Schleier. Lulu, komm her! Spätestens zur Hochzeit will auch Sarah wieder lange Haare haben. Oh mein! Ja, mach das hier. Das sieht gleich gut aus. Ich mach mal ein bisschen mit dir weiter, Valentina, ja? Oh nein, aber man ist nicht so ein langes Ding, wie Lulu da hat. Sarah geschockt. Im Gartenteich des Terenzi-Anwesens hat sich eine Schlange eingenistet. Honey, wir haben eine Schlange im Garten, im Teich. Wir haben eine Schlange im Teich. Ja? Oh my God, I'm so scared. I'm not gonna leave Tyler in the yard anymore. Ziemlich groß, riesig. Ich glaube, es ist eine Boa Constrictor. Als ich da diese Riesenschlange gesehen habe in unserem Gartenteich, habe ich echt Angst bekommen. Komm schnell zu mir. Ich lasse dich nicht aus den Augen, okay? Ich habe nur gedacht, Mino ist weg. Die Riesenschlange. Was ist, wenn die Schlange Mino gefressen hat? Oh, gruselig. Abgesandte der Wildeshausener Wildtier-Auffangstation gehen auf Schlangensuche. Kann so eine Schlange, die hier im Teich wohnt, eine Katze fressen? Ich sag mal nein. Wenn die richtig gefressen haben, also dann die brauchen nicht jeden Tag Futter wie andere Tiere. Jede Woche, alle 14 Tage. Wenn sie einmal richtig gefressen haben, die brauchen. Wenn die Tür jetzt aufsteht und es ist absolut keine Störung. Es ist halt ein Wildtier. Normalerweise haben die Angst. Die respektieren den Menschen und ich sag mal, gehen nicht unbedingt ins Haus. Und euer Band? Du kannst helfen. Okay. Viel Spaß.
Lulu oben mit unserem orangen Daumen, ne? That's right. Also, als ich sie das letzte Mal gesehen habe, war die, lag die hier so rum und das war mitten in der Sonne. Dann ist sie immer so darüber geschwommen, immer da hinten rüber. Yeah. Wir haben den ganzen Tag nach dieser Schlange gesucht. Die Schlange ist nicht mehr da, aber nach Mino müssen wir irgendwie trotzdem noch weitersuchen. Am Wochenende nutzt Marc die freie Zeit, um sein neues Spielzeug auf Vordermann zu bringen. Are you with me? Can you feel me? Mino. Mino, come here. Come here. Come. Oh. Mino, where have you been? You been in there the whole time? Hmm? Okay. Sarah's gonna be glad to see you, huh? Möchtest du mir helfen? Guck mal drauf. Honey. Ja? Look what I found. Oh my god! Mino! Mino is back. Oh my god. Oh. Yeah, he's back. Boy, he stinks. The Mino house is back. Mino, I owe him, honey. Yeah. Oh, hello. Look, Tyler, Mino's back. Wo warst du denn, Mino? Guck mal, Mino ist wieder da. Oh, Missy, Missy. Oh. That's kind of tired, doesn't it? Ja, schon schlappi. Ist ein bisschen müde. Mino came back to the family, honey. Mino! Was haben wir denn mit dir gemacht? Mino's back, Mino! Der Mino ist back! Am nächsten Tag setzt Sarah ihren Plan um. Sie lässt sich ihre Haare verlängern. Marc verpasst den spannenden Augenblick. Er ist bei der Band und kommt erst spät in der Nacht nach Hause. Morgen. Morning. Morgen, alles familiär. Na? Hi, Mugut. Papa, nein. Ich mag das sehr, ja. Ich kann wieder Zöpfe machen. Aber ich weiß nicht, soll ich Zöpfe machen? Oder steht er vielleicht auf dem Tisch? Das ist sexy. Ich weiß auch nicht. So, wie waren deine Proben? Lang. Lang Rehearsal. Habe ich gemerkt. Ich habe auf dich gewartet. Ja. Ich wollte dir meine Haare zeigen und du warst nicht da. Ja, ich sah ein. Du kommst immer so spät nach Hause. Ich muss rehearsen. So viel. I have to rehearse when I have the chances to, honey. Was sagt Papa immer? I have to get the whole band together. Und wie sagt Papa das, wenn er das zu Mino sagt? Down. Mino, yeah, down, good. Genau. That's the English version. Papa's version. Papa's Musik. Heat between the sheets. No matter how they try to steal it from me. Gut. Aber er singt jetzt auch immer, ne? This fire will burn eternally. Stunden später verschanzt sich Marc in seinem Zimmer. Im Geheimen arbeitet er an seinem Hochzeitsgeschenk für Sarah. Zu unserer Hochzeit, ich will was ganz Besonderes machen. Ich habe geschrieben ihr eine Wedding Song. Da sind alle meine Gefühle für sie drin. Marc,
Marc und ich lieben unsere Arbeit. Wir lieben unseren Job, unsere Musik. Und es ist auch anstrengend, das jetzt momentan zu kombinieren mit den Hochzeitsvorbereitungen, mit dem Haushalt. Und genau das ist eigentlich der Punkt, der dann meistens an mir hängen bleibt, dass ich irgendwie noch nebenbei Wäsche mache und aufräume und sauber mache. Und Marc doch sich da sehr auf eines konzentriert und dann auch mit dem Gedanken nur dabei ist und alles andere ausschalten kann. When you touch me, I can touch you. Nö, ich mach gerade hier die Sauerei weg. Ich habe gestern Abend eine Haarverlängerung gekriegt und es war schon eine extreme Umstellung für mich jetzt, plötzlich wieder lange Haare zu haben, denn ich habe ja wirklich jetzt ein halbes Jahr, länger als ein halbes Jahr kurze Haare gehabt und habe das auch sehr genossen. Aber man fühlt sich auch irgendwie doch gleich wieder anders und weiblicher. Ein bisschen länger. Moment, Moment. Hä? Wie jetzt? Neuer Freund, du kannst nicht kommen. Aber du musst kommen, du musst das irgendwie versuchen. Du kannst doch nicht kommen. Hallo! Na? Hallo! Seit Wochen schon ist Hochzeitsplaner Frank regelmäßiger Gast bei Sarah und Marc. Und selbst? Ja, sehr gut. Ich freue mich auch endlich mal wieder hier zu sein. Wieder junge Morgen. Und was habt ihr denn hier gebaut? Das zeige ich dir nachher nochmal. Das ist unsere tolle Glitzrutsche. Aber ich muss es nicht machen. Doch, das musst du natürlich nachher ausprobieren. Jeder, der hierher kommt, aber ich habe meine Badehose nicht dabei. Kannst du so Hose aus oder eben hochkrempeln? Kannst du eben ausziehen nachher. Also ihr Lieben, es ist alles prima soweit. Also die ganze Organisation läuft wie am Schnürchen. Super. Ich habe euch mal als erstes Fotos von der Location mitgebracht. Ja. Also einmal eine kleine... Das ist was wird dir empfohlen? Oder was genau, dir genau. Das ist vom Wasser aus. Ah, oh, cool. Und das ist der Innenplan. Hier gibt es sogar, wie ihr hier seht, das hellblau ist den ein Pool. Pool. Ja, genau. Ja. Das ist super schön. Toll. Und hier direkt hier hinter ist der Strand. Ja. Und das kann man hier so ein bisschen geht sehen. Auch so unten. Ah, okay. Ah, ja, da. Ja? Mhm. Auf jeden Fall können die Gäste hier ganz toll stehen an der Mauer und man hat einen super Blick. So könnten wir haben ja, mal total, den. Könnten wir haben die Hochzeit auf dem Strand? Ja? Ich habe, wir hatten ja eigentlich von der Kapelle gesprochen, ne? Ja, stimmt, aber ich meine. Also von der Atmosphäre so der ist das eigentlich und das intimer so und schöner. Den Strand finde ich schon toll. Meinst du, dass man das machen kann am Strand vielleicht? Ich finde das auch eine tolle Idee. Ich hab mir schon sowas gedacht, ne? Dass ihr wieder sowas Extravagantes möchtet. Was? Und hab schon mal so ein kleines Strandpanorama. Ah! Marc und ich haben uns jetzt überlegt, dass die Idee eigentlich am schönsten uns gefällt, am Strand uns trauen zu lassen. Wie in einem Märchenbuch eigentlich. Das war unser ursprünglicher Traum und ich glaube, das ist einfach, wenn wir das realisieren können, das wäre einfach unglaublich schön. Bei dem Gedanken daran, dass ich dann meine Liebeserklärung, mein Ehegelübde, Marc aufsage, ihm gegenüberstehe in dieser Atmosphäre, da fange ich jetzt gleich schon wieder an zu weinen. Also das finde ich unheimlich romantisch, diesen Gedanken. Auch, ihr möchtet ein eigenes Eheversprechen euch mitteilen, ja? Ja, ja. Wir müssen unsere, wollen unsere Eheversprechen. Ja, ich bin in der Nähe fertig. Nicht in der Nähe fertig, ich bin fast fertig. Fast fertig. Fast fertig. Ja. Mhm. Kannst du mir nachher mal zeigen? Ich habe noch gar nicht angefangen. Ich lese mal Korrektur. Ja, ja. Frank, du fährst dann jetzt in ein paar Tagen wieder rüber. Korrekt, ja. Hättest du eine gute Idee? Soraya hat vorgeschlagen, dass sie mitfährt. Mhm. Ja, das ist eine gute Idee. Ja? Ja, für Soraya. Sie war nämlich neulich hier und hat es versucht, beziehungsweise hat es vorgeschlagen oder hat halt gefragt, ob du alleine fliegen möchtest. Und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht ganz gut, auch damit sie jetzt auch ein bisschen mehr integriert wird, auch in die Hochzeitsvorbereitung, weil sie haben jetzt ein bisschen Clinch gehabt. Wird. Ja? Aber sie hat sich da jetzt, sie hat sich dabei jetzt ganz gut, wir haben eine ganz gute Lösung gefunden, wir haben uns da zurückgezogen, beide so ein bisschen Distanz gehalten. Und ich das wäre mir auch ganz lieb, wenn sie da jetzt so ein bisschen auch in diese ganze Romantik auch rein, dass wir da ein bisschen dieses Feeling auch hinkriegen, auch für sie. Dass sie teilhat an dem Gefühl. Ja, und mein Papa hat eben auch gesagt, das ist halt die Hochzeit der Großen, der ersten Tochter. Ja, genau. Weil es ja jetzt doch anfängt, prickelnd zu werden. Es wird immer näher, für mich auch. Immer closer. Honey, are you nervous? Was? Are you nervous? Ja. Nee, ich bin anscheinend nervous. Ich spiele die ganze Zeit hier mit. Ich bin nervous. Sorry. Also, du musst deine Hose ausziehen. Es geht dir besser ohne Hose. Ich kann die Hose nicht ausziehen. Doch, zieh aus, geh hier besser. Ohne Scheiß, du musst nackte Beine haben. Ja, aber ich habe keine Unterhosen. Ehrlich nicht? Ich dachte, ich bin die Einzige, die keine Unterhosen kriegt. Okay, also, dann mach deine Hose hoch. Kann ich nicht. Pass auf, und dann musst du auf die Knie. Nein, nein. Nein, oh nein. Aber das ist langweilig. Das ist ja langweilig. Pass auf, laufen. Und dann rutschen! Hoppala! Meine Hose wird so schön. Wow.
seid echt crazy. Als mögliche Überraschung für die Hochzeitsgäste haben sich Sarah und Marc etwas ganz Besonderes ausgedacht. Marc und ich haben uns überlegt, dass wir für unsere Hochzeit noch einen speziellen Tanz einstudieren, damit wir mal ein bisschen beeindrucken können. Weil einzeln tanzen können wir können auch weiter tanzen, aber so ein Tango war schon das, was wir bei Zorro gesehen haben, wo wir dachten, so soll es bei uns aussehen. So, heute soll es ernst werden zum Hochzeitstanz. Nicht direkt der Hochzeitstanz, sondern eigentlich eher, wir wollten immer so ein Tango lernen, wenn wir dann eventuell auf der Hochzeit auch tanzen wollen. Aber wir gucken erstmal, wie wir aussehen. Okay. Super, die Schritte sind gar nicht so schwierig, die zeigen wir euch und die könnt ihr eigentlich auch locker nachtanzen. Okay. Kriegen wir ja ganz gut hin. Guck mal, wir haben drei kleine Schritte. Wir tanzen einen Rückwärtsschritt, tanzen einen Seitwärtsschritt und dann geht er mit seinem rechten Bein, guck mal, einmal außen an der Dame vorbei und sie würde mit dem linken Bein einen Rückwärtsschritt setzen. Okay. Fühlt sich gut an? Sieht machen wir nochmal, ja? Fühlt sich schon wichtig an. Okay. Füße, guck mal meine Füße an. Das macht doch nichts. Junge, was sagst du? Let me try. Aber dann rutsche ich doch, wenn ich Strumpf anhab, ne? Ach, ist auch glatt, ist auch glatt. Ja? Ja. Oh, die rutscht doch bestimmt voll glatt, voll rutschig. Honey. Oh, honey, no. Oh, I don't know if I want to do that. No smell. Und schön warm und schön nass. Looks good, honey. Sieht gut aus. Danke. 19 Rolle übernehmen. 19 Rolle, wenn du die Socken anhast. Okay, ja. Yeah. It's better. Honey, is it sexy when a man cooks? Yeah, it is sexy. It's sexy, actually. I think it's sexy. Yeah? I mean, you cook the same thing all the time, but it doesn't matter. I like it. Ein Abend zu Hause. Nach ihrem Kochkurs will Sarah für Marc ein Dinner zubereiten. Ist auch lecker. Also Momente wie jetzt, dass wir zusammen kochen, dass wir zusammen essen und einfach mal zu zweit sind, das fehlt mir momentan. Und daran merke ich einfach, dass es mir ganz, ganz wichtig ist, dass wir einfach mal Zweisamkeit haben. I really need more time with you. Yeah. Seriously, now. This is just a busy time right now before the wedding. You say that all the time. But it's just right now. I do need to work every day. I'm glad that we're bringing this up right now. We're talking about this. Why? Because this needs to be solved. Sarah, when you had promotion back before, when you had to do your thing, I was here with Tyler. When you were doing your job before, and now it's my turn to do my job now. And I'm here, and but the difference is that you were not working back then, and I'm still working right now. What? You're not on a promotion tour. No, I'm not on a promotion tour, I'm still working. I have another stuff to do, lots of other stuff to do. It's fine when you have rehearsals and you really get back late, but last night, for instance, you were back pretty early. And you still stayed up till 2 o'clock because you wanted to hang out with the guys. Because your friseur was here. You have your girls' nights all the time. What do I do? I sit at home. All the time, that's so not true. I have my cousin here and we play video games. Time. Since we've been in this house, one time. Bullshit, you have them over here all the time. That's not right, Mark. That's not true, really. You're being ridiculous right now. You have your friends come over a lot more than I have my friends come over. Your cousin lives here in this house, okay? Yeah, yeah, no He's shit. Here all the time. Whenever we have an argument, all right, Mike, let's go watch a movie. I don't walk like that for this is what you do when we argue. You're like a little penguin. It's like you do little groups in the house.
Oh, groups. Mike, you can decide. You're going with me or you stay with Sarah. Well, your missus, when everything goes wrong, let me only speak German in a dialect I can't understand with freaking everybody. Ich weiß manchmal nicht, was los ist mit Sarah. Es gibt Tag, da ist sie so cool und gut drauf. Und anderen so schlecht. Ich glaube, die ganze Stress mit der Hochzeit macht sie ein wenig sauer. You wanna cook your fucking chicken or what? My chicken's fucking cooking. You didn't even turn it on. It's on. Honey, this is this one that you turn on. Just for your information. Das sieht gut aus. Du hast eigentlich den Hauptgang gekocht. So? I just put the broccoli in the microwave. It's good, huh? Yeah, it's good. It's really sweet. Is it too sweet? It doesn't taste like Essig. I wait to eat for you to eat. Start eating. Really? Yeah. I'm like that. Auf dir. Auf dich. Dich. Mhm. Mit jedem Bissen? Mm. Andi, das war... Andi, meeting. Ich habe mit Fawn gesprochen, neulich, mal so angedeutet über die... Sarah und Marc sprechen beim gemeinsamen Essen mögliche Varianten des Hochzeitsdinners durch. Ja, wir haben gesagt, in Spanien gibt es auch mal diese ganzen Patatas, oder wie das heißt. Ja, ja. Patatas, sondern das, was heißt irgendwie anders? Tapas. Tapas. Genau, Tapas. Tapas. Diese kleinen Fingerfood-Sachen, weißt du? Mhm. Diese süßen, leckeren. Mhm. Sowas ein bisschen als Vorspeise? Und als Hauptspeise weiß ich nicht. Pasta. And then you have chicken in a sauce and then have fish and have lobster tail, have steak, have it all. Sollen wir uns nicht entscheiden so ein bisschen? I think steak, chicken, lobster tail and a fish. Ich esse sowieso nichts. I'm not gonna eat anything. Why? I'm gonna be so nervous and yeah, but this is not excited. Good, ich bin bestimmt so aufgeregt und nervös. Honey, du hast und Essig an der Nase. Echt? Immer noch? Weg. Möchtest du noch ein Dessert, Honey? Ja. Was ist für ein Dessert? Eiscreme aus dem Kühlschrank. Perfekt. Perfekt, Honey. Ja, du möchtest jetzt Eiscreme. Das ist gut. Mino, down. Hm. Ja, warte mal. Honey, wo sind jetzt schon wieder? Aww. Ein Tag später. Soraya und Frank sind nach Spanien gereist. Die Hochzeitsparty muss geplant werden. Und dann fahren wir zur Location, würde ich sagen. Ja, dass wir uns das sofort anschauen. Sag mal, hast du eigentlich mal jemals so ein Anti-Flugangst? Kursus mitgemacht? Ich habe da schon viel drüber gelesen und habe das auch schon oft überlegt, aber bisher hatte ich dann noch nie die Zeit dazu und das ging auch. Also im Moment geht's. Und wie gesagt, vor allen Dingen, wenn jemand mitfliegt. Ich mag nicht alleine fliegen, weißt du? Das ist so. Oh Gott, ist das romantisch hier. Oder? Ist echt traumhaft schön. Anna, und du bist sicher, dass du alles im Griff hast, so? Ja, ja, natürlich. Weil es ist ja noch viel Arbeit, wenn ich das hier so sehe. Es ist sehr viel Arbeit, aber das ist unser normaler Job und das wird bloß auch erst detailliert. Wenn ich das hier sehe, bin ich noch gestresster als vorher, weil es ist das ja noch so viel zu machen. Das sind wir auch gewohnt, unter Zeitdruck zu arbeiten und das detailliert sich sowieso immer gut, erst später. Gut, du sagst mir, wo du Hilfe brauchst und wenn ich die Blumen selber mit an hochschleppe. Nein, das machen wir schon. Also ich weiß ja, dass ich auf dich zählen kann da. Aber sind doch schon ganz schöne Dimensionen hier, ne? Ja, sag ich dir. Hallo. Hallo. Hi. Mr. Turnsey? Yeah. Ein Autogramm hier. Okay. Moment. Nee. Also wie jetzt? Ich denke, du hast... Aha, okay. Du bist meine Brautjungfer, Amelie. Du kannst doch nicht einfach nicht kommen. So, ich werde jetzt Anna mal fragen, wann oder ihr mal mitteilen, wann wir hier überhaupt anfangen wollen, wann wir reinkommen. Anna, un momento, por favor.
Necesitan que comencen esta la boda con la ceremonia, also dass wir die Zeremonie beginnen, a las 5. No, no puede ser. Perdona? No, 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 a las 5 okay. Hay otra cosa. Sí. A las 5. O sea, es imposible. No, ich möchte das gar nicht übersetzen. Die sagte jetzt, dass um a las. ¿Cuándo? A las 6. A las 6, lo más, um 6 lo más pronto posible es. ¿Por qué no? Pues porque no, porque hay otra das pareja ja que necesita sein. La Pero cinco, es el contrato que ya... que la. Ich würde dich fragen. Ich denke, du hast das geklärt. Ich bin schockiert. Ich kriege jetzt echt gerade ein bisschen Schiss. Ja, aber wir haben 4 Groomsmen für Marc und wir haben 4 Brautjungfern für mich. This is fucking shit. Hey, warte mal, hang on. Oh, this is shit. Look, this is the invitation. Look, M-A-R-K, Marc, spelled wrong. Bitte versucht das abzuklären, ja? Can you talk to your friends later? Okay, yes. Things to talk about here. Okay, ja, bis nachher. Tschüss. Look, M-A-R-K. What the hell is that? Boah, dieser ganze Hochzeitskram momentan stresst mich wirklich. Ich bin fertig mit meinen Nerven. Die Einladungskarten stimmen nicht, dies stimmt nicht, das stimmt nicht, der kann nicht, das muss noch erledigt werden. Es ist noch so viel zu tun und ich weiß momentan einfach nicht, wo mir der Kopf steht. Aus irgendwie so ein. Was soll das überhaupt sein? Ich kann jetzt nicht. Maya! Okay, ich rufe Frau an. I don't know. Dein Name ist richtig. Mama. Mailbox. Also steht da drauf, Forever was? Together. Das ist auch nicht das, was wir wollten, Forever Together. Did you say that we wanted that? No. Ja, also. I didn't say I wanted ich rufe mal eben Soraya an. Call Frank. I called Frank. Es ist eine Mailbox, ist an bei Frank. Call him again. Honey, es ist Mailbox. Was soll ich da again anrufen? Keine Ahnung, I don't know. Mama? Ja, hi, ich bin's. Wir haben hier ein kleines Problem. Die Einladungskarten sehen total beknackt aus. Ist Frau da gerade bei dir irgendwie in der Nähe? Wir haben hier ein ganz anderes Problem. Das Problem haben wir, dass das hier überbucht ist zu der Zeit, wo die Hochzeit stattfinden soll. Ich werd verrückt und ich weiß nicht, was Frank, warum der es vorher nicht geklärt hat. Ja, um 17 Uhr ist hier noch irgendwie der Abbau einer anderen Veranstaltung und wir könnten nicht vor 18 Uhr anfangen. Wie, Moment. Oh mein Gott. You know what I'm saying? Mama, ihr seid beide da in Spanien. Was soll ich denn hier aus Deutschland machen? Ich dachte, ihr kümmert euch um alles irgendwie. Hallo? Ich weiß noch nicht, was Frank die ganze Zeit gemacht hat. Das hätte er die ganze Zeit wissen müssen. Und die Dame sagt uns gerade, dass es absolut nicht möglich ist vor 18 Uhr. Mhm. Da ist dein Problem mit den Einladungskarten jetzt das geringste Problem. Weil im Moment weiß ich nicht, wie es gehen soll. Ja, toll. Okay, ja. Super. Gut, tschüss. Was ist los? Was ist los? Honey? Was ist los? Everything's going wrong. It's okay. Yeah. I feel stressed so close to the wedding, yeah? Fuck. Sehen Sie nächste Woche, wie ein Wochenendausflug zum Horrortrip wird. Was war das? Did you hear that? Intime Schwesterngespräche beim Fitnesstraining. Ja, die Brüste sind halt noch so ein anderes Problem. Also haben wir jetzt keine Hotels und wir haben keine Locations. Und die Traumhochzeit rückt immer näher. Es ist nicht zu realisieren.